Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu diesem Handelstag, der in Deutschland wahrscheinlich einer der heißesten Tage werden wird. Und die Frage ist, wird er auch einer der heißesten Tage an der Börse? Für den DAX rollt da auch eine extreme Hitzewelle zu von der Europäischen Zentralbank, die heute tagen wird. 13:45 Uhr wird das Kommuniqué veröffentlicht, um 14:30 Uhr. Kommt die Pressekonferenz mit Mario Draghi. Die Frage ist eigentlich nicht, ob er irgendwas unternimmt, sondern er hat ja schon in Portugal angekündigt, etwas unternehmen zu wollen in geldpolitischer Hinsicht, eine weitere Lockerung zu erwirken. Die Frage ist dann nur, wählt er eine Strategie in kleinen Schritten? Dann ist auch heute schon eine Zinssenkung denkbar, also quasi eine Erhöhung vom Strafzins auf minus 0,5%. Und dann mal schauen, wie sich es weiterentwickelt und vor allem mal schauen, was die US-Notenbank tut, der er vielleicht nicht vorgreifen möchte. Die tagt nämlich und entscheidet über die Zinsen dann nächsten Mittwoch. Es ist auch gut möglich, dass ein großer Blast kommt, großes Programm mit Zinssenkungen, vielleicht einen neuen geldpolitischen Zielausrichtung, dass man also sagt, man hat nicht ein fixes Ziel, sondern man geht über ein Inflationsband und könnte dann temporär auch höhere Inflation mal tolerieren, weil sie davor eben wie jetzt schon seit geraumer Zeit zu niedrig war. Das könnte kommen und vielleicht auch ein neues Quantitative Easing, also ein neues geldpolitisches Ankaufprogramm. All das ist möglich und dann kann es sein, dass er eben heute noch nichts macht, sondern die Märkte aber darauf vorbereiten wird. Da dürfte das erste schon durchdringen um 13:45 Uhr und dann erläuternde Worte ab 14:30 Uhr. Heute das große Event. Technisch ist die Situation so, dass wir über der 5:31 Uhr sind. Die hatte ich auch gestern in der Sendung genannt. Damit besteht die Möglichkeit, dass wir heute ein neues Jahreshoch erreichen. 6,60 liegt das, je nachdem, was da von der EZB kommt, ist es möglich. Wir haben gestern den Schlusskurs über der 5,31, damit technisch das Signal gesetzt. Alles unter 5,31 könnte es nochmal bringen Richtung 465. Gab es heute Morgen ein bisschen, was die Nachrichten angeht, einen Raketenstart in Nordkorea. In Japan, sagt man, ist da relativ beruhigt. Das war nichts, was irgendwie jetzt da sonderlich bedrohlich gewesen wäre. Also da reagiert man relativ ruhig. Auch die asiatischen Börsen hier nicht besonders beeindruckt davon. BASF, die Aktien, Prozent vorbörsliche Minus. Da wurde eigentlich nichts Neues vermeldet jetzt von den Quartalszahlen, die gemeldet wurden. Da hat man ja davor auch schon die Gewinnwarnung. Die Massenchemie ist ja wegen der Autobranche stark unter Druck. Auch die Margen sind unter Druck. Es gibt Entlassungen. All das bei der BASF. Aber da stehen ja auch Verkäufe an. Es wird ja hier das Gas- und Ölgeschäft an die Börse gebracht. Man möchte ja weitere Verkäufe tätigen, um eben auch Liquidität zu schaffen für große Investitionen, die in China stattfinden. Und das scheint eben Volkswagen auch geholfen zu haben, die ihre Prognosen bestätigen. Die Aktie 0,8% im Plus. Volkswagen ja der Autobauer mit einem großen Anteil in China, im chinesischen Geschäft. Und wir sehen in den chinesischen Einzelhandelsumsätzen seit 3 Monaten eine deutliche Erholung. Jetzt im Juli war ein Plus von 9, ich meine 9,6 oder 9,8% bei den Einzelhandelsumsätzen in China. Und das bedeutet natürlich auch, die Autoverkäufe dort haben sich stabilisiert und es könnte zu einer Erholung kommen. Tesla hat das nicht erfasst, diese Erholung. Die haben die Erwartungen verfehlt. 11% Minus in der Aktie und auch ein verhaltener Ausblick hier bei Tesla. Die werden wir uns gleich technisch dann nochmal anschauen, ab 9 bis 10 Uhr, also BASF, Volkswagen und Tesla und eben auch Facebook, die zeitweise doch deutlich ins Plus gesprungen waren, dann am Ende nachbörslich 0,8% im Plus, endeten bei $206, die waren zeitweise nachbörslich schon bei $216,50. Also Facebook hier große Rechtskosten, für Rechtsstreitigkeiten. Wenn man die rausgerechnet hat, dann kam man auf eine Übertreffung der Ergebnisse, aber man muss halt immer auch schauen, wie ist die Aktie vor den Quartalszahlen gelaufen?
Und da ist eine Facebook natürlich auch sehr, sehr stark nach oben gegangen und jetzt ein weiteres Plus von 0,8%. Sagt, okay, der Markt nickt das ab, ist schon okay. Also technische Marke 5,31 heute und 6,60 erst einmal zur Orientierung. Wir hängen jetzt irgendwo mittendrin. Ab 9 Uhr gibt es dann das neue charttechnische Detail-Update. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Achten Sie auf die EZB heute Nachmittag. Bis morgen. Ciao. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.